Es war eine arbeitsreiche Sitzung heute. Herr Pofalla hat dargelegt, wie nach dem 11. September begonnen haben die Verhandlungen schon vor dem 11. September 2001. Die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA intensiviert worden ist. Es gab das Abkommen von 2002, an dem auch Frank-Walter Steinmeier mitgewirkt hat. Dieses Abkommen sollte die Zusammenarbeit der Dienste verbessern, sollte dazu beitragen, dass die schweren Verbrechen vom 11. September aufgeklärt und weitere Verbrechen dieser Art verhindert werden. Es ging um die Abwicklung von Bad Aibling, wo die Satellitenkommunikation von den Amerikanern überwacht wurde in Zeiten des Kalten Krieges. Die sollte jetzt in deutsche Hände übergehen. Dabei ist vereinbart worden, dass die Informationen und Daten aus der Auslandsaufklärung des BND mit den Amerikanern geteilt werden. Diese Vereinbarung war damals richtig und gut, und ich sage, sie ist auch heute noch richtig. Denn wir brauchen eine funktionierende Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, um solche Verbrechen zu verhindern und, wenn sie nicht verhindert werden können, um sie dann möglichst schnell aufzuklären. Allerdings ist die Behauptung, die man auch vom Regierungssprecher gehört hat, Frank-Walter Steinmeier oder Rot-Grün habe sozusagen einer Ausforschung deutscher Staatsbürger durch amerikanische Dienste Tür und Tor geöffnet, komplett widerlegt worden. Diese Behauptung ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Ganz im Gegenteil, es ging zunächst allein um die Auslandsaufklärung, um deren Ergebnisse, die mit den Amerikanern geteilt werden soll. Und zweitens wurde in diesem Abkommen geregelt, dass die amerikanischen Dienste in Deutschland eindeutig deutsches Recht zu beachten haben und sich an deutsches Recht zu halten haben. Das ist geradezu eine vorbildliche, eine paradigmatische, eine mustergültige Vereinbarung, die wir jetzt auch heute brauchen, wenn es um den Vorwurf von Herrn Snowden geht, dass wir über Prism nach wie vor millionenfach in der deutschen Kommunikation ausgeforscht werden. Denn es gibt keine Vereinbarung, die den Amerikanern verbietet, von sich aus mit dem Programm Prism oder mit Instrumenten wie XKeyscore die deutsche Kommunikation auszuforschen. Und deshalb ist die Aussage des NSA, man halte sich an alle Abkommen, auch nicht viel wert. Ein solches Abkommen, das den Amerikanern die Ausforschung der deutschen Kommunikation verbietet, gibt es leider noch nicht. Und auch wenn der NSA jetzt erklärt, er unternimmt nichts, um deutsche Interessen zu schädigen, dann ist das eine Aussage, mit der ich noch nicht viel anfangen kann. Denn die Frage ist, was sind deutsche Interessen? Unsere Interessen sind jedenfalls, dass die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande respektiert werden, von unserem eigenen Staat, aber auch von den Staaten, mit denen wir befreundet sind. Das ist so viel zu Prism. Es gab ein Treffen der Präsidenten der deutschen Dienste und von Regierungsmitgliedern mit den amerikanischen Diensten. Da ist vereinbart worden, dass jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll. Diese Arbeitsgruppe will ein sogenanntes No-Spy-Abkommen verhandeln. Deutschland und die USA sollen sich nicht mehr gegenseitig ausspionieren. Für mich zeigt dieses Beispiel, dass der Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten werden muss. Zwar hätte ich es vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten, dass im deutsch-amerikanischen Verhältnis über ein No-Spy-Abkommen verhandelt werden muss, über ein Abkommen, wo man sich wechselseitig verpflichtet, sich nicht auszuspionieren. Für mich ist das gesichtswahrende Zugeständnis der Amerikaner, dass offenkundig Ausspähungen europäischer oder auch deutscher Einrichtungen stattgefunden haben.
Jedenfalls haben wir keine weiteren Erkenntnisse dazu. Ich finde, wenn ein solches Abkommen jetzt zwischen den Diensten verhandelt wird, dann kann das nicht von den Präsidenten der Geheimdienste verhandelt werden. Die können kein No-Spy-Abkommen verhandeln. Ich finde, das muss die Regierung selber in die Hand nehmen. Das ist eine hochpolitische Angelegenheit. Und wenn die Amerikaner bereit sind, sozusagen eine wirtschaftliche Ausspähung in Deutschland zu unterlassen und sich wechselseitig zu verpflichten, aber auch die Verletzung der nationalen Interessen ausschließen und ebenso eine gegenseitige Spionage, dann wäre das ein politisches Abkommen. Und ich sage, das ist nur möglich, weil in den USA inzwischen auch Präsident Obama erkannt hat, dass wir mehr Transparenz brauchen, jedenfalls zwischen Freunden und Partnern, was die Praxis der Geheimdienste angeht. Glasnost in Washington wirkt. Und wir werden hier in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten. Das ist auch deshalb notwendig, weil wir immer noch nichts wissen über die Einzelheiten von PRISM. Wir wissen immer noch nicht, wie viele deutsche Bürger mit E-Mails oder Telefongesprächen ausgespäht werden, in welchem Umfang wir überwacht werden, was mit diesen Daten passiert. Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, was mit ihren Daten passiert. Jetzt gibt es ja die von der Regierung verbreitete Theorie, bei den 471 Millionen Ausforschungen pro Monat, die Edward Snowden behauptet hat, gehe es nicht um Kommunikation aus Deutschland, sondern gehe es um die Auslandsaufklärung, die der BND in Afghanistan, in Jemen oder in Nordafrika sammelt und an die Amerikaner weiterleitet. Dies bleibt eine Theorie. Der BND konnte heute nicht bestätigen, dass in diesem Umfang Informationen aus der Auslandsaufklärung an die Amerikaner weitergeleitet werden. Denn es stellte sich heraus, diese Datensätze werden nicht gezählt und nicht gemessen. Der BND weiß es nicht aus eigenem Wissen, sondern das ist die Behauptung der Vertreter des NSA, das sind wohl die Daten des BND. Aus eigenem Wissen konnte jedenfalls der BND so etwas heute nicht bestätigen. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, wie ich abschließend zu beurteilen habe, dass wir nicht wissen, wie viele Daten wir an die Amerikaner weiterleiten. Dieser Strom geht weiter. Wir sind für den Nachrichtenaustausch. Aber wir würden gerne auch wissen, wie viele Daten werden da tatsächlich weitergegeben. Solange das nicht geklärt ist, ist für mich auch nicht komplett widerlegt, dass wir Deutsche in welchem Umfang auch immer von amerikanischen Diensten ausgespäht und ausgeforscht werden. Wir wollen ein Sachverständigengutachten, in dem die Plausibilität der Annahme überprüft wird, dass diese 471 oder rund 500 Millionen Daten, von denen Ed Snowden gesprochen hat, auch tatsächlich aus der Aufklärung des BND stammen. Ja, so viel zu diesem Thema. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den Mobilfunkdaten, die weitergegeben werden. Das Thema hat den BND, das PKGR schon öfter beschäftigt. Wir haben uns mit diesem Problem durchaus kritisch und differenziert auch in der Vergangenheit auseinandergesetzt. Da habe ich jedenfalls im Augenblick keine Veranlassung, dem Bundesnachrichtendienst Vorwürfe zu machen. Es gab allerdings eine Kontroverse im Bundesnachrichtendienst, wo ein Mitarbeiter die Rechtsauffassung vertreten hat, die Weitergabe von Daten könne dagegen verstoßen, dass bei gezielten Tötungen Strafrecht oder Völkerrecht verletzt wird. Und die Rechtslage ist auch klar. Nach deutschem Recht ist die Teilnahme des BND an gezielten Tötungen außerhalb von bewaffneten Konflikten nicht möglich. Das würde gegen Völkerrecht und gegen Strafrecht verstoßen. Aber ich kann nicht erkennen, dass der BND solche Telefonnummern weitergibt, die eine präzise Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen ermöglichen und somit sozusagen als direkte Beihilfe für eine geplante, für eine gezielte Tötung benutzt werden können. Ich habe allerdings beantragt,
dass der Mitarbeiter im Gremium gehört werden soll. Wir haben ja im Gesetz die Möglichkeit vorgesehen, dass Mitarbeiter der Dienste sich an das Gremium wenden können. Und wir hätten gerne diesen Mitarbeiter ermuntert, im Gremium über diese rechtliche Kontroverse innerhalb des BND auszusagen und uns dazu vorzutragen. Leider ist dieser Antrag abgelehnt worden. Da hat Herr Wolf recht. Dafür hat Herr Wolf seinen eigenen Antrag abgelehnt, nämlich Herrn Steinmeier zu vernehmen. Das war eine der, wie ich sagen, skurrilsten Geschäftsordnungsdebatten, die ich je gehört habe. Die FDP hatte beantragt, dass Frank-Walter Steinmeier im Gremium vortragen soll. Und damit, als sie ihn dann plötzlich angeboten haben, geriet die ganze Regie durcheinander. Und das zeigt mir doch, der durchsichtige Versuch, ihn für etwas haftbar zu machen, was aber er gar nicht zu vertreten hat. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Ist es nötig, die Kanzlerin oder vielleicht Thomas de Maizière zu vernehmen im Gremium? Ich habe heute Frank-Walter Steinmeier als präsenten Zeugen angeboten. Die Koalition hat ihn nicht genommen. Er war in der Lage und bereit zu all den Behauptungen, die der Regierungssprecher in die Welt gesetzt hat. Und ich finde es schon bedenklich, wenn aus der Regierung heraus Abgeordnete angegriffen werden und persönlich angegriffen werden. Er sollte die Gelegenheit bekommen, sich die Vorwürfe anzuhören und direkt etwas dazu zu sagen. Und er hätte alle Fragen beantwortet im Gremium. Dies Angebot wurde abgelehnt. Man wollte gucken, wie man da taktisch noch mit umgeht. Im Augenblick ist das nicht opportun gewesen. Also kann das Aufklärungsinteresse in dieser Frage auch nicht so wirklich dringend sein bei der Koalition. Für weitere hochkarätige Zeugen sind wir selbstverständlich offen. Vielleicht die Koalition noch, die Kanzlerin, als Zeugin an. Wir haben jetzt erstmal weiteren Aufklärungsbedarf in der Sache und den werden wir bei der Sitzung am nächsten Montag voranbringen. Ich schließe aber nicht aus, dass auch noch weitere prominente Zeugen kommen. Ja, auch die Gelegenheit gehabt, Herrn Steinmeier schon früher anzubieten, dann hätte vielleicht auch die anderen Parteien Gelegenheit gehabt, also diese Vernehmung vorzubereiten. Ist das insgesamt ein Schauspiel, was dem Ernst der Lage hier würdig ist? Ja, also ich meine, wenn Frank-Walter Steinmeier angegriffen wird mit Behauptungen über Dokumente, die ihm nicht vorliegen, aber der Regierung sehr wohl vorliegen, wenn diese Dokumente häppchenweise veröffentlicht werden, ohne sie ganz zu präsentieren. Und auch heute sind sie nicht präsentiert worden. Aber wir haben beschlossen, einvernehmlich beschlossen, dass all diese Dokumente jetzt in der Geheimschutzstelle ausgelegt werden. Also wenn so vorgegangen wird, ist es doch absolut, ist es doch naheliegend, dass man sagt, das kläre ich sofort auf. Das kann ich sofort entkräften, was da behauptet wird. Dann aber diese Gelegenheit nicht zu geben, weil man hofft, man kann, wenn Steinmeier das jetzt nicht widerlegt, weiter mit diesen unbewiesenen Behauptungen arbeiten, ist für mich eine infame Strategie. Ich glaube, das darf eine Regierung nicht machen. Da überschreitet eine Regierung, ich weiß nicht, ob Herr Pofalla verantwortlich ist oder ob das nur der Regierungssprecher ist, damit überschreitet sie klar ihre von der Verfassung gesetzten Zuständigkeiten. Die Regierung hat nicht die Aufgabe, Abgeordnete des Parlaments oder der Opposition mit einzelnen selektiven Behauptungen, die angeblich aktengestützt sind, zu diffamieren. Das war ein grobes Foulspiel der Regierung. Und diesem Foulspiel hat die Koalitionsmehrheit heute ein zweites Foulspiel hinzugefügt, indem sie sich geweigert hat, Frank-Walter Steinmeier im Gremium anzuhören. Die Luft ist raus. Würden Sie dem Eindruck widersprechen? Gleich. Die Informationen durch die Bundesregierung sehen weiter als mangelhaft oder mehr, als Sie vielleicht erwartet haben? Also wir sind heute im Wesentlichen informiert worden aus Gesprächen zwischen Vertretern der deutschen Dienste und Vertretern der amerikanischen Dienste. Und wir haben inzwischen ja, also was PRISM angeht, behauptet jetzt die NSA, es gebe keine flächendeckende Ausspähung. Aber natürlich wird auch gesagt, Rechtsgrundlage für PRISM ist die Auslandsaufklärung. Das heißt, die Amerikaner prüfen nur, ob Inländer betroffen sind. Und wenn die nicht betroffen sind, gibt es keine rechtlichen Schranken für PRISM und für die Foreign Surveillance, wie die Amerikaner das nennen. Wir wissen deshalb immer noch nicht, in welchem Umfang die Amerikaner im Rahmen des Programms
prison.